Hallöchen Leute, es ist soweit, die Kandidaten von Sam vs. Wild werden jetzt vorgestellt, ich habe es noch gar nicht gesehen, ich bin sogar jetzt in der Premiere sogar drin, so einem Video, ich bin gespannt, die Teilnehmer von Sam vs. Wild Staffel 3, so ist das Video, lasst einen hoch da, ich bin nicht dabei, das wäre es jetzt aber, let's go rein da. Hey Leute, ich bin Fritz und heute geht es um das Thema Teilnehmer. Vorweg noch eine will ich was sagen, abonniert den Sam vs. Wild Kanal. Nee, und aber auch, ich schätze mal, dass Rezo ausgerufen wird. Denke ich sehr wahrscheinlich, habe ich letzte Folge zwar schon gesagt, letzte Reaktion, aber ich denke mal sehr stark, dass Rezo dabei sein wird. Weil er hatte schon gesagt, er ist Fieber und Feuer und Flamme für das dafür. Vielleicht er und zusammen mit Ju, weiß ich noch nicht. Ich denke, Papa Platte und Reese, die haben sich da im Nachhinein beworben, aber vielleicht waren sie eh schon vorhin gedacht, wegen der Edeltour, die auch sehr krass auf Twitch viral ging, dass die vielleicht dabei sind. Und dann vielleicht noch Trimax, vielleicht noch ausgerufen vorher schon, vielleicht war das schon bekannt, weil die haben sich im Nachhinein ja auch gesagt, dass sie es machen würden. Und so, aber es sind noch ein paar Leute dabei, die noch Gemeinecke-mäßig drauf sind, weil Gemeinecke, ne, hat er gesagt, es wird speziell Gemeinecke-mäßig sein. Das heißt, ja, frauenmäßig weiß ich gar nicht. Im letzten Video, also in dem Video wurde kommentiert auch, als die Premiere gestartet wurde, was mit Miss Peach, dass die vielleicht, also bevor sie die Premiere gestartet hatten, logischerweise, ich bin ja gerade in der Premiere drin, das kann auch keiner wissen, aber wurde vorher schon geraten, geschätzt, wer es sein könnte. Kenne ich noch nicht, so eine Outdoor-Frau, die auch mit Sabrina schon viel gedreht hat. Also die könnte es vielleicht auch sein. Ja, ansonsten fällt mir Frauen weniger ein. Sowas wie Gnu oder sowas, wäre auch ganz spannend. Naja gut, ich bin gespannt. Weiter geht's. Meine Guests, das waren meine Raten-Sachen, die ich denke, die da drin sind. Aber es können auch Überraschungen dabei sein, definitiv. Auf dem Thumbnail sah noch ein Typ aus, richtig muskulös und so. Also, weiß ich nicht, das war vielleicht Fritz selbst, keine Ahnung. Weiter geht's. Wichtige Info, und zwar, wir haben einen neuen Kanal gegründet. Viele haben es schon mitbekommen. Seven vs. Wild, einfach, dass ein bisschen aufgeräumter ist. Damit ich auf meinem Kanal auch wieder ein bisschen Freiraum habe, parallel noch andere Projekte machen kann, haben wir das jetzt auf dem extra Kanal gemacht. Also unten auf jeden Fall den angepinnten Kommentar bzw. die Videobeschreibung auschecken und da schon mal ein Abo da lassen. Da laufen nämlich übrigens auch gerade aktuell die Uncut-Folgen, die ihr euch gewünscht habt, aus Staffel 2. Jetzt sogar schon Folge 2 dabei, ja. So Tag 2. Ja, die Teilnehmer werden natürlich wieder wie letztes Jahr im Gemeinicke-Stil bekannt gegeben. Das heißt, ich hatte keinen Kontakt zu denen vorab. Niemand weiß Bescheid, sondern wir schießen einfach mal ein bisschen ins Internet. Na, okay, einfach so wie letztes Jahr auch. Ich dachte, da gibt es eine besondere Art noch, dass er vor der Tür steht, habe ich letztes Jahr schon gemeint. Also Anruf, so, du bist dabei, yeah, freu dich doch. Und gucken, wen wir so treffen und vor allem, wie die Leute drauf reagieren. Wir werden in diesem Video... Oh, wäre so witzig, wenn Leute auch dann direkt live doch reagieren, drauf reagieren. Ich glaube, es gibt manche, die das Video jetzt auch im Stream vielleicht sogar gucken, die Reaktion dazu. Und dann direkt dort erfahren, ob sie genommen wurden oder nicht und dass sie genommen wurden. Das ist auch ganz spannend für Leute, die jetzt nicht so Bock drauf haben, das dann live im Video zu erfahren. So, dann müssen sie im Livestream drauf reagieren. Also, keine Ahnung, wie ich drauf reagiere. Keine Ahnung. Ich habe deswegen das Video auch so spät online gekommen, damit Leute, die jetzt live sind, das auch noch anschauen müssen können, indirekt. Die ersten drei Teams bekannt geben. Und im Video übermorgen die nächsten drei Teams bekannt. Ah, okay. Und das andere Team ist natürlich die Wildcard. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das auch unbedingt mal abchecken. Ah, ihr willst doch in die Länge ziehen. Ah, ja, okay. Nach Ausmelken. Das heißt, es gibt noch hier, er hat übermorgen aber gesagt. Das heißt, morgen gibt es mal eine andere Reaktion außer Sam vs. Wild Reaktion, Leute. Könnt euch freuen. Letzten Tage nur Sam vs. Wild Reaktion gemacht. Kommen wir zu den Auswahlkriterien. Und zwar wollten wir das im Endeffekt so handhaben wie auch in Staffel 2. Wir wollten eine bunte Mischung haben. Leute, die gar keine Ahnung haben, die ein bisschen Erfahrung haben und Leute, die schon sehr, sehr lange mit dabei sind. Ich muss... Ah, okay. Gut, dann fallen viele Gäste wieder weg, weil mir fallen mehr Leute ein, die keine Ahnung haben. Try, Mix, Platte, Rezo, ne, ja. Ich muss dazu sagen, seitdem die ersten Videos hier online gegangen sind zur dritten Staffel, ist mein Postfach, mein WhatsApp, E-Mails, Instagram und so weiter komplett explodiert. Es haben sich super viele Leute gemeldet, auch aus der kompletten Creator-Szene. Natürlich kann nicht jeder teilnehmen, aber ja, vielen Dank, dass ihr so reich seid. Deswegen ist ja noch Staffel 3, Staffel 4 noch dann wahrscheinlich. Interesse daran habt. Und ja, solltet ihr nicht dabei sein, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch über die Wildcard natürlich zu bewerben. Checkt das Video auf jeden Fall nochmal aus, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wichtig ist natürlich auch, dass... Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also ich schätze meine Chancen schon sehr, sehr gering ein, da dran teilzunehmen. Sehr, sehr, sehr gering. Vor allem dann auch als die bekanntere Person teilzunehmen. Wenn jetzt aber noch so Größen wie Papa Platte und Rezo so nicht genommen werden, wo ich sagen muss, Papa Platte hätte auch übelst Bock, der wäre safe schon bei der Wildcard-Bewerbung dabei. Der hat sogar schon ein Video hochgeladen, wo ich bewirbt, glaube ich, bevor er wusste, was für Kriterien es gibt.
Und wenn solche Größen dann auch mitmachen, sich bewerben, dann habe ich auf jeden Fall noch geringere Chancen, weil ich wäre dann der unbekanntere Typ. Wenn die Zuschauer abstimmen müssen, habe ich absolut keine Chance. Ich sehe doch meine Chancen echt sehr, sehr gering, also bei null eigentlich, bei nahe null. Ich mache trotzdem mit, aber trotzdem sehr, sehr null liegend. Dass die Zusage als Komplettteam passiert. Also wenn wir jetzt gleich die ersten bekannt geben, die wir gerne dabei hätten, dann ja, besprecht euch vielleicht mal ein bisschen und dann wäre es schön, wenn wir eine gesammelte Entscheidung bekommen. Ob ihr als Team dran teilnehmt oder euch nicht traut. No! So, jetzt oder euch nicht traut. was witzig wäre, also auch, was wir gesagt haben, wäre Basti ein paar Platte, aber Basti zeigt sich ja nicht. Das heißt, müsste durchgehen, Basti filmen und ein paar Platte wird nur gezeigt die ganze Zeit, wäre auch ein bisschen wack. Geht's aber endlich los, wir kommen zum allerersten Team und dafür Film ab. Okay, wer ist es? Monte! Echte Oldschooler. Ja, es ist Monte. Ich wusste, dass Monte vorkam. Ich wusste es. Weil er auch gesagt hat, er wäre dabei, aber die Arktis wie heißt das Ding? Ist ihm zu kalt. Alaska müsste eigentlich gehen. Er hat gemeint, er wäre dabei. Bei Knossi-Ding hat er gemeint. Was jetzt kommt. Er muss jetzt auf jeden Fall zusagen. Er muss zusagen. Keine andere Wahl. Sonst wird er nirgendwo mehr eingeladen. Er muss jetzt zusagen. Ey, das wäre so geil, wenn er dabei wäre. Wirklich, würde ich feiern. Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es eine erneute Folge aktive Real-Life-Tipps. Dieses Duo hat mit legendären COD-Commentaries eine ganze Generation geprägt. Ey Leute, was geht? Elotrix ist hier und jetzt nimmt erstmal an. Oh, er und Elotrix? Werden die beiden ausgerufen jetzt oder was? Nee. Weil dann ist alles in Ordnung. Ja. Sie tragen ihr Herz auf der Zunge und sind dabei nur schwer zu überhören. Ja, die beiden, Elotrix und Monte. Das wäre eine übelste Kombi. Ich kenne Elotrix halt selten nicht. Ich sehe nur seine Reaktion immer, wie er übelst ausrastet und sowas bei irgendwelchen Themen. Aber ich gucke beide auch nicht regelmäßig, muss ich sagen. Aber fände ich eine geile Kombi, ja. Seit über 10 Jahren sind sie nicht mehr aus der Online-Welt wegzudenken. Jetzt wird ihre Freundschaft auf die ultimative Probe gestellt. Oh, das wäre so hart. Ich sehe schon so viele Videos auch schon, wo Monte sich, Trimax, sag ich schon, Elotrix, sich gegenüber Monte aufregt zum Beispiel. Irgendwelche Sachen, die er macht, so in seinem Haus oder so, das Agatha und sowas, bla bla bla, so Sachen halt, ne? Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass da es zu Drama kommen wird, auf jeden Fall. Sie sind weiser denn je. Auf einem Toastbrot gibt es nicht zu viel Nutella, es gibt nur zu wenig. Sie sind salziger denn je. Ich flippe mich hier aber richtig aus! Und sie sind älter denn je. Ah, dieser Filter. Oh, nee, Digga. Kannst du so eine Show auch mitmachen? Also, ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Oh ja, sehr gut. Sehr gut, die Aufnahmen noch mitgezeigt. Sehr gut. Er wüsste nicht, was dagegen spricht. Es darf nur nicht zu kalt sein, ja. Zeit ist gekommen, es allen zu zeigen. Hier sind die ersten Teilnehmer der dritten Staffel 7 vs. Wild. Oh, vor allem, wie sie schon sagen, das sind die Teilnehmer. Die haben keine Wahl mehr, das abzusagen. Die sind schon drin jetzt. Elotrix und Montana Black. Haha, geil, Alter, geil. In der Theorie geil. Kann man viel sabbeln, in der Praxis musst du dann aber auch beweisen. Ja, an den Eiern hat er ihn. An den Eiern, geil. Nur Elotrix halt nicht, ne? Der könnte auch noch absagen. Da gibt es keine Aufnahmen, wie er sagt, ja. Oder? Haben wir es nicht gesehen. Aber Monte hat gesagt, er will. Ihr habt es gerade gesehen, auf Oldschool-Basis, mit dem bosshaften Beat im Hintergrund, da kriege ich gleich Gänsehaut. Monte und Elotrix, ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren, ich bin sehr gespannt, was sie sagen. Monte hat ja auch beim Arctic Warrior hin und her überlegt, war ihm dann zu kalt mit dem ganzen Eis und Schnee. Für uns soll es ja nach Kanada oder Alaska gehen, das heißt Klimabedingungen ähnlich wie in Staffel 1. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken. Kann vielleicht auch mal regnen, kann auch mal frisch sein, aber vielleicht kommt auch mal die Sonne raus, man ist im T-Shirt unterwegs. Ich bin wirklich super gespannt. Die beiden haben, denke ich, was so Outdoor-Survival-Stuff angeht, keinerlei Erfahrung, aber auf jeden Fall einen ordentlichen Biss. Sind zusammen auch ein geiles Team, was immer für Unterhaltung sorgt. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktion, ob sie das. Ich find krass, wie Fritz jetzt so verhalten wirkt irgendwie. Also wirkt so fast so, als wäre es ein bisschen unangenehm, dass er die ausgewählt hat, aber so, aha, die Fans sind so, wisst ihr, was ich meine? Also ist ein bisschen anders drauf gerade als am Anfang vom Video. Das Ganze annehmen, ablehnen,
Wir werden es gemeinsam uns im Stream anschauen. Damit haben wir jetzt ein Team, was wirklich kaum Erfahrung hat, auf das ich super gespannt bin. Und ihr wisst, ich mag Kontraste. Und genau deswegen kommt jetzt als zweites ein Team. Die Naturensöhne wahrscheinlich, oder? Was wirklich wahrscheinlich in so ziemlich allem das komplette Gegenteil ist. Sie sind... Oh, okay, die kenne ich gar nicht. Wer ist das? Das ist nicht der Naturensöhne, das ist der Naturenschwestern. Nee, kenne ich gar nicht. Die toughesten Frauen im Survival-Bereich. Be prepared. Die eine war 21 Tage nackt in der Wildnis, die andere... Was? Nackt? Was? Okay. Auf YouTube hochgeladen, aber auch woanders. Andere ist Autorin bei dem Survival-Magazin. Ich denke, ich brauche jetzt ein eiskaltes Bord, um wach zu werden. Heftig. Beide veröffentlichen seit über einem Jahrzehnt Video... Hä, aber voll geil, die beiden. Feier ich ja übelst hart. Hä, voll nice. Ein Frauenteam. Gut, Mann, Frau wäre schwierig gewesen, ne? So, wenn es um private Sachen geht und sowas, ne? Und so Klo gehen und sowas, ja. Aber übelst geil, so zwei Männer, ja gut, sind nur verschieden. Die sind mehr Natur, die anderen beide mehr gezockt. Männer-Frauen-Kontrast schon mal da. Finde ich geil. ...rund um das Thema Outdoor und haben die Szene maßgeblich mitgeprägt. Hallo Leute, Lilly hier. Ich habe noch nie von denen gehört, Lilly. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aus der Wildnis Österreichs. Und jetzt würde ich sagen, genug gelabert. Jetzt schießen wir mal. Die Community verlangt bereits seit Staffel 1 nach ihm. Da ist noch etwas Nachbesserungsbedarf. Hoffen wir, es wird nicht zu leicht für sie. Hä, hey, voll geil, kein Pfeil und Bogen schießen? Hä, hey, übelst krass. Hä, hey, ich feier die, die machen sogar Feuer mit so einem Feuerbogen da, bla. Hä, hey, ist ja voll, ich kenne die gar nicht, sind ja übelst stark. Eine beste Kamera können sie sich mal holen, aber nach Staffel 3 dann sowieso. Die werden safe zusagen, ey, da sehe ich kein Nein. Willkommen bei... Außer vielleicht zeitlich gesehen, aber sonst. Seven vs. Wild. Survival Lily und Vanessa Blank. Kenn ich gar nicht, noch nie gehört. Ist denn Vanessa Blank diejenige, die nackt dann draußen war, weil sie blank gezogen hat? Mann, ey. Es ist offiziell Team 2, das wir gerne dabei hätten, Vanessa und Lilly. Also, geballte Frauenpower und vor allem zwei Damen, die sich auch wahrscheinlich wie niemand anders extrem gut auskennt, wenn es draußen um Survival, um Wildnis, um tierische, pflanzliche Notnahrung und was auch immer geht. Auch da bin ich sehr gespannt, wie sie reagieren, ob sie Bock drauf haben. Ich würde mich sehr freuen, weil ich glaube, da können wir noch Techniken sehen, die wir vielleicht so noch nie gesehen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Beide haben schon krasse Selbstexperimente hinter sich im ganzen Outdoor-Bushcraft-Survival-Bereich. Ich persönlich habe viele Videos davon gesehen. Stimmt, was mir auch noch auffällt, ist, wer hatte Fritz als Kollege eigentlich? Stimmt. Holt er sich Fabio nebendran? Fabio hat ja schon mal richtig krass rasiert. Oder er holt sich Dings ran. Markus Lehmann. Nee, wer ist denn mal? Den Vornamen vergessen. Heißt du Markus Riechmann? Wer ist denn nochmal dieser Biologe da? Ich hab den Namen vergessen. Hey, ich hab den so oft gesagt, letzten Tage, heute fällt mir gar nicht mehr ein. Blockade, naja. Sind einfach auch ein Urgestein in der Szene. Ist vielleicht dem Mainstream gar nicht so ein Begriff. Schaut gerne mal auch auf die Kanäle. Ist übrigens natürlich auch alles unten verlinkt. Aber ich glaube, wenn die beiden dabei sind, dann können sich die Herrschaften in Staffel 3 warm anziehen. Nice. Wir haben ein Anfängerteam. Wir haben ein Vollprofi-Team. Das heißt, was fehlt jetzt noch? Irgendwas so ein bisschen in der Mitte. Powerplatte und Reese, oder? Weil die im Wohnmobil schon mal unterwegs waren. Ein Team, das Erfahrung hat im Outdoor-Bereich, aber vielleicht nicht zu speziell, wenn es um das Thema Überleben und Survival geht. Oh. Naturensöhne jetzt? Nee. Diese zwei Kandidaten sind im Mainstream. Die Naturensöhne, die erkenne ich. Ja, okay, die beiden. Stream wahrscheinlich weniger bekannt. Doch wenn es ein Duo im Bereich Outdoor gibt, dann sind sie es. Wenn ihr wissen wollt, ob wir es diesmal schaffen, dann bleibt dabei. Sie zimmern und klöppeln Konstruktionen in den... Na gut, eine Kettensäge wirst du nicht mitnehmen können. Die Wildnis, die passt nicht in die Flasche rein. Von mir so eine Nagelpistole, perfekt. Bald, bis die Fichte knackt. Raus auf Kras. Wenn ich da jetzt gegenklappe, klappt alles nach da weg.
Als Baumeister mit ganz eigenen Methoden loten sie die Grenzen des physikalisch Machbaren aus. Oh Freunde, ihr dat los mit dem Haus. Auch ich habe mal einmal ein Video gesehen, wo Fritz auf die reagiert hat. Da haben sie gerade ihren Kamin gebaut in diesem Haus. Und ich habe irgendwie auch ein Grundstück gekauft, wo ein Bunker drauf ist, glaube ich, und so. Also ein paar, deswegen kenne ich die halt nur von Fritz Reaktion, ja. Wenn sie viel draußen sind, mit Survival haben sie recht wenig am Hut. Und jetzt wird gezündet, Freunde. Sie präferieren gemütliche Stunden mit gutem Equipment und reichlich leckerem Essen. Oh, boah, was ein Burger! Das ist ein Burgerkuchen! What? Den will ich auch haben. Oh, jetzt krieg ich voll Hunger, voll Bock drauf. Boah, Alter. Oioioi, wie geil. Grubenhaus, Hobbithaus, Blockhaus, die Jungs lieben Häuser. Alter, ist das ja geil. Das wäre krass, wenn die was bauen würden. Auch ich glaube, die bauen was, ja. Doch wie schlagen sie sich ohne Dach überm Kopf? Mit. Die werden sich ein Dach bauen. Die werden sich ein Dach bauen mit Fußbodenheizung. Dabei sind die Naturensöhne Gerrit und Anne. Diese Fotos. Naja, wir essen jetzt. Und dann sehen wir uns gleich. Ah, Freunde, es macht so Spaß, sich auch diese Zusammenschnitte selbst anzugucken. Teilweise sehe ich sie jetzt erst zum ersten Mal. Und ja, natürlich, Gerrit und Andy sind mit dabei. Also wir hätten sie gerne mit bei der dritten Staffel. Absolute Bau- und Klöppelmeister, ihr wisst es. Ich kenne sie auch persönlich, wir haben schon viel zusammen gemacht. Und ich glaube, das Spannende wird einfach, was kriegen die Jungs gerissen, wenn sie nicht mehr so viel Ausrüstung dabei haben, Baumaterial, leckeres Essen. Ja, es sind zwei absolute Naturburschen, aber haben sie quasi auch den Wille, die Kraft, das durch... Ja, die werden da keinen so einen fetten Burger machen können in der Natur. Das wäre aber auch wild. Durchhaltevermögen, solche Extremsituationen zu bewerkstelligen. Ich zweifle nicht daran, dass sie sich dem Ganzen stellen werden. Ich glaube schon auf jeden Fall, dass sie mit dabei sind. Ich bin sehr gespannt. Ich bin vor allem auch auf die Vorbereitung gespannt, weil wir haben die letzten Jahre sehr, sehr viel entspannte, naja, schon anstrengende Arbeiten in ihrem Camp gesehen, aber in die Survival-Richtung doch eher wenig, wenn es ans Minimalistische geht. Von daher würde ich mich natürlich auch über eine kleine Trainingsserie freuen. Wer weiß, was die Jungs vorhaben, wer weiß, ob sie dabei sind. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, und jetzt ist ganz wichtig. Aber hat er bestimmt noch vorher nachgefragt, ob die Zeit haben überhaupt? Wie bei Markus Lehmann. Wie heißt der nochmal? Lehmann. Ist der Lehmann? Markus? Heißt der Markus überhaupt? Doch. Ist der zweite Mal mit Markus. Aber wie ist der erste Vorname gewesen nochmal? Oh, das nervt mich jetzt so. Ich gucke den so oft wirklich. Ich gucke fast jedes Video. Mir fällt aber sein Name gerade gar nicht ein. Scheiße. Die ersten drei Teams müssen bis zum 30.04., zum 30. April 2023, öffentlich ein Statement abgeben, ob sie dabei sind oder nicht. Am besten natürlich in Form von einem YouTube-Video. Natürlich kann das als Streamer auch ein Stream-Ausschnitt irgendwie auf einem Live-Kanal sein oder sowas. Aber wir wollen natürlich, so wie auch letztes Jahr, ein ja, offizielles Video, was sich jeder angucken kann, ob es ein Ausschnitt aus dem Stream ist, ob es extra aufgenommen ist, wie auch immer. Ja, ob die Teams dabei sind. Gerne natürlich auch mit einer kleinen Begründung. Und ich kann es kaum abwarten. Ganz wichtig natürlich auch noch eine Info an die Teilnehmer. Wenn ihr zusagen solltet, kriegt ihr natürlich noch weitere Informationen privat, wie das Ganze ablaufen wird, Zeitraum und so weiter, damit ihr euch dann auch dementsprechend darauf vorbereiten könnt. Somit haben wir jetzt schon mal... Das heißt, sie müssen zuerst zusagen, bevor sie den Zeitraum wissen. Also August, September ist ja klar irgendwie, aber ja gut, weiß ich, ob die Naturensöhne Kinder haben oder die anderen Mädels Kinder haben. Ich habe auch den jeweils eigenen, haben die zusammen einen Account oder? Weil die heißen ja Lili Blank und Vanessa, nee, Vanessa Blank und Lili irgendwas. Also die haben ja keinen Kanal da zusammen, hä? Oder haben die jeweils einzelne Kandidaten drehen zusammen, irgendwie was? Ich wie gesagt, ich kenne die gar nicht. Drei Teams, hinzu kommt noch die Wildcard, gibt es ja auch ein extra Video dazu. Das heißt, es fehlen noch drei weitere. Das Video dazu mit den passenden Einspielern und ein paar Informationen im Hintergrund gibt es übermorgen. Das heißt, auf jeden Fall diesen Live-Kanal hier. Nice, coole Sache übermorgen, mit einem Tag morgen skippt scheinbar, okay. Also ich bin gespannt, wenn ihr wollt, ich mir den nächsten Tag noch anschauen, lasst einen Hoch da. Ich bin gespannt, ob Monte so zusagt, ey, das wäre so übelst krank. Ich würde es feiern. Und ich glaube, wenn wir das Video dann übermorgen gesehen haben, haben wir alle Videos gesehen zu Samus Wild erstmal, weil ich habe die Antworten, so müssen wir nicht gucken, weil das ist ja nur ein Ja, Nein oder wie auch immer. Aber wenn ihr trotzdem wollt, ich darauf reagieren, lasst die Kommentare wissen. Ich finde, dass mein Kanal nur auf Samus Wild reagiert, deswegen morgen auf jeden Fall geht's was anderes. Sonst macht's gut, haut raus.
Ciao. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen Bärenfett.